Hallo, mein Name ist Jens Bemme. Ich gehe mal davon aus, dass ich auf Sendung bin. Genau, hallo. Ja, mein Name ist Jens Bemme. Ich arbeite in der SLUB Dresden im Bereich Landeskunde, beschäftige mich dort viel mit Citizen Science, insbesondere mit dem Wikiversum, also den Portalen der Wikimedia-Familie. Und werde dann einfach meinen Bildschirm teilen, wenn es zu schnell geht, sei es für die Übersetzer, Übersetzerin oder wer sonst beteiligt ist hier im Publikum, gibt mir bitte einfach im Chat ein Zeichen. Auch wenn Fragen sind, bitte einfach reinschreiben. Dann kann ich darauf reagieren oder wir kommen im Anschluss ins Gespräch. Kleinen Moment. Den Bildschirm freigeben. Genau. Es geht hier um Citizen Science. Was ich nicht will, und das sage ich vorneweg, ist jetzt groß zu erklären, wer oder was ist Citizen Science und ist Coding da Vinci Citizen Science. Das habe ich für mich beantwortet. Ich gehe fest davon aus, dass vieles, was hier passiert bei Coding da Vinci, beziehungsweise im Coding da Vinci Osthoch 3, ist auf irgendeine Art und Weise Citizen Science. Leute, Menschen, Hacker oder eben ganz normale Typen wie wir, die im weitesten Sinne forschen, entwickeln, forschen und entwickeln, Fragen stellen, Fragen beantworten, coden. Insofern ist das, was ich jetzt hier zeigen möchte, vor allem auf der Werkzeugebene praktisch relevant möglicherweise. Ich selbst bin nicht nur SLUB-Mitarbeiter, sondern habe vor inzwischen 4 Jahren beim Coding da Vinci in Leipzig mitgemacht mit dem Projekt. Das nannte sich am Anfang noch nicht so. Am Anfang ging es um Radfahrerwissen und digitalisierte Radfahrerliteratur. Am Ende nannte sich das Projekt Nachgeradelt. Und das wird sich jetzt hier durch den Vortrag schlängeln. Ansonsten werde ich über das Projekt hinaus auch einfach ein paar Beispiele zeigen, mit denen ich so arbeite. Hier auf dem Bildschirm sehen wir die Kursseite, sage ich mal. In der Wikiversity oder eben Wikiversität. Das ist das deutsche Portal der Wikiversity. Die gibt es in anderen Sprachen auch. Und das wäre im Grunde auch das erste Werkzeug, das ich hier vorstellen will. Ich präsentiere inzwischen meine Projekte oder Vorträge und Inputs fast ausschließlich mit Wikiversity, um dem Publikum einfach die Möglichkeit zu geben, während ich vor mich hin erzähle. Der Bildschirm ist nicht zu sehen. Ist jetzt besser? Ich habe doch aber meinen Bildschirm geteilt. Kleinen Das sollte Moment. jetzt gehen. Jetzt seht ihr. Okay. Ich rede nicht. Also ihr seht die Wikiversity. Ein kleines Ja wäre nett. Ja. Danke. Super. Also kurz erzählt nochmal, es geht um offene Werkzeuge, um im weitesten Sinne als Bürgerwissenschaftler, Bürgerwissenschaftlerin tätig zu sein. Also Menschen wie du und ich, die im weitesten Sinne Forschungsfragen stellen und beantworten. Und die Wikiversity, in dem Fall die deutsche Ausgabe, die eben heißt Wikiversität, aber die Domain heißt wikiversity.org. Wäre mein erstes Werkzeug, um zu zeigen, dass man mit relativ einfachen Mitteln ohne PowerPoint kleine Vortragsskripte bauen kann. Und für vieles, was ich im Anschluss zeige, gilt das auch, was mich immer wieder ich nenne es immer das Wikiversum, was mich dort begeistert, also von all den Portalen rund um die Wikipedia, sei es Wikidata, sei es Wikisource, oder eben die Commons als Medienrepositorium. Das Beeindruckende dabei ist, dass ich zum Beispiel hier auf dieser Wikiversity-Seite die Inhalte aus anderen Portalen einfach mitbenutzen kann. Also beispielsweise die Illustrationen, die am Rand zu sehen sind, kommen aus den Wikimedia Commons.
Verlinken kann ich sowieso überall hin, überall in diesem Internet. Aber was das Wikiversum eben so mächtig macht, ist inzwischen die Vielfalt der Inhalte, die dort zur Verfügung stehen. Citizen Science, wie gesagt, soll hier gar nicht als Definition oder als Theorie groß im Mittelpunkt stehen. Ich will einfach zeigen, wie man als hackender, forschender Bürger, Bürgerin, Mensch letztlich am Beispiel eben auch von unserer kleinen Fahrrad-App damals nachgeradelt, welche Werkzeuge man so nutzen kann. Ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben, die lese ich jetzt hier nicht vor, aber man wird vielleicht merken, dass da ich selbst gar nicht programmieren kann, gebe ich offen zu, sondern zum Glück Menschen kenne, die das können und mich damals oder eben das Team damals bei Coding Da Vinci in Leipzig unterstützt haben. Ich bin tendenziell eher auf der Kommunikationsschiene unterwegs. Also mir geht es meistens irgendwie im weitesten Sinne um Wissenschaftskommunikation beziehungsweise Social Media, ums Bloggen, um das Erzählen der Dinge, die man so tut und die man zum Beispiel eben auch bei einem Coding Da Vinci Hackathon unternimmt. Und wichtig ist mir dabei, dass es nicht nur darum geht, ich sage mal, auf Deutsch gibt es den Begriff der Schaumschlägerei, also möglichst viel Schaum zu erzeugen, um zu zeigen, wie toll das eigene Projekt ist, sondern mir geht es eben auch, weil ich in der Bibliothek arbeite schon eine Weile, darum, letztlich langfristig Spuren zu hinterlassen, dass wenn jemand sich mit den Dingen, die bei einem Hackathon passieren, mal später beschäftigen will, sei es jetzt aus einem Forschungsinteresse oder einfach, weil bestimmte Aspekte eines Projekts interessant sind, dass dann auch noch Spuren zu finden sind. Und mit diesen Spuren, mit diesen digitalen Spuren, mit Metadaten, zum Beispiel in Wikidata, aber auch in normalen Bibliothekskatalogen, mit diesen Daten kann man Kommunikation betreiben. Praktischerweise zum Beispiel, weil als Beispiel Wikidata schöne Metadaten an Twitter weiterleitet, sodass in Tweets, wenn ich ein Wikidata-Datenobjekt verlinke, so denn dort ein Bild eingebunden ist, eine schöne Link-Metadatenvorschau auch zu sehen ist. Also einfach, wer auf Twitter unterwegs ist, einfach mal probieren, ein Wikidata-Datenobjekt mit Bild einfach mal einbinden und gucken, was passiert. Die Tweets werden, platt gesagt, bunter, attraktiver, illustrierter. Wir reden hier nicht, oder ich rede hier nicht nur über Citizen Science als Bürgerwissenschaft, sondern was mir als Begriff sehr wichtig ist, ist Open Citizen Science, dass wir gucken, und letztlich ist Coding Da Vinci als Hackathon, steht ja genau in dieser Tradition, dass man Kulturdaten teilt, offen teilt, mit offenen Methoden, mit offenen Werkzeugen arbeitet und im Idealfall durch die eigene Arbeit, durch das eigene Projekt neue Kulturdaten, Projektbestandteile zur Verfügung stellt, produziert, die dann jemand möglicherweise sogar in einem ganz anderen Zusammenhang weiter nutzen kann. In diese ganzen Wikimedia-Welten bin ich gerutscht, einerseits durch die Wikipedia, aber das ist schon lange her und mit Wikipedia beschäftige ich mich heute gar nicht mehr so viel. Die Fahrradliteratursammelei ist da so ein Hauptaspekt und ich habe dann angefangen, in Wikisource Links zu sammeln in digitale Sammlungen von Bibliotheken, die auch Radfahrerbücher digitalisiert haben. Ich werde mal kurz Wikisource, ein Beispiel-Link. Ich weiß gar nicht, ob ich den verlinkt habe. Zu dieser Sammlung teilen. Tourenbücher für Radfahrer, genau. Und letztlich ist das zwar eine Art, Moment, wie komme ich da jetzt hin? Hier ist der Chat. Letztlich ist das möglicherweise eine ganz simple Art zu hacken, nämlich indem man einfach in Wikisource eine Linkliste anlegt zu Werken, Kulturgütern, gescannten Büchern, die einem wichtig sind. In dem Fall sind das bei mir damals, hat vieles angefangen mit diesen Tourenbüchern für Radfahrern. Das ist mit diesen Tourenbüchern
für Radfahrer. Das ist inzwischen eine längere Liste und mit Seitenarm, mit Seitenprojekten in andere Felder. Jetzt muss ich mal zurück auf meine Seite, genau. Und ausgehend von Wikisource bin ich dann auch irgendwann in Wikidata gelandet, habe ein bisschen gelernt, verlinkt ist es ja in dem Abschnitt kollaboratives Transkribieren. Dadurch habe ich durch Jens Nauber damals auch GitHub kennengelernt als Arbeitsumgebung, Repositorium für alles Mögliche, bin aber da nicht hängen geblieben. Da ich, wie gesagt, mit Informatik, mit Coden wenig zu tun habe, habe ich damals zwar ein bisschen in GitHub Tabellen korrigiert, als wir Touren transkribiert haben quasi. Also letztlich kann man auch GitHub als Transkriptionstool benutzen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt eigentlich schon 4 Jahre her und ich habe zumindest eine blasse Ahnung davon, wie GitHub so funktioniert an manchen Stellen. Bin da aber sicherlich der Falsche, den man fragt. Aber tendenziell gibt es Parallelen. Zumindest wenn es ums Transkribieren geht, sollte man auch damit arbeiten können. Weil ich vorhin über Spuren sprach, GitHub ist quasi, was unsere kleine App von damals nachgeradelt angeht, letztlich so eine Art Speicherarchiv der Dinge, die Jens Nauber und Co., die das Team damals produziert haben, sowohl Code als eben auch transkribierte Tabellen. Und sogar ein Link in eine Leipziger Instanz, die zeigt, wie die App damals aussah, ist dort. Ich klicke mal kurz drauf. Genau. Und da haben wir rechts leipzigdata.de/nachgeradelt. Und wenn man mal draufklickt, dann sieht man, was wir damals gebaut haben. Wir haben beispielhaft 2 Touren aus einem historischen Tourenbuch letztlich gemappt und die anderen des Teams, es gibt auf YouTube zum Thema nachgeradelt auch einen Film, sind dann sogar eine dieser Strecken gefahren und haben das Filmchen zur Präsentation in dem Fall gezeigt. Und gewonnen haben wir am Ende und durften zur Republika nach Berlin. Das sage ich, gebe ich offen zu, hat mich durchaus geprägt. Und das ist schön, darauf wollte ich ja gerade hinaus, dass ich an der Stelle sogar das Projekt, das letztlich in der Prototypenphase geblieben ist, dort immer noch zu sehen ist und besucht werden kann. Das zu GitHub. Was dabei entstanden ist, man sieht es auf der rechten Seite, das Logo der 2 Radfahrer rechts von 1897 hat damals Birte, Teil unseres Teams, die Grafikerin, aus den Scans alter Tourenbücher extrahiert und als scalable Vektorgrafik nachgebaut, sodass das Logo dann eben in der Webanwendung nachgeradelt.de weiter benutzt werden konnte. Das Schöne an diesen skalierbaren Vektorgrafiken ist, dass sie nicht pixeln, wenn man sie immer größer zieht. Also ich sage ketzerisch, man könnte diese SVGs auch auf eine Bauplane drucken und an der Hausfassade ausrollen. Wenn man eine Hausfassade hätte oder eine so große Plane mit Baugerüst. Aber das wäre quasi so ein extremer Anwendungsfall. Für mich ist seit 2018 aus diesem ersten Radfahrer-SVG letztlich ein zweites, drittes oder viertes Hobby geworden. Ich habe inzwischen angefangen, SVGs von historischen Radfahrerbildern zu sammeln. Wenn man mal runterscrollt auf der Wikiversity-Seite, sieht man dort unten einen Ausschnitt der kleinen Illustration um 1900, die in den letzten Jahren nach und nach von anderen Grafikern, aber auch von Birte eine weitere hinzugekommen sind. Warum zeige ich das hier? Weil ich damit im Grunde zeigen will, dass SVGs, Scalable Vector Graphics, ein Instrument sein können, um zum Beispiel historische Bildchen, illustrative Details aus gescannten Werken in ein modernes, verarbeitbares quasi Datenformat zu bringen, das dann wiederum von anderen weiter benutzt werden kann. Letztlich nicht ohne Qualitätsverluste, das kann man so nicht sagen. Entstanden ist mit diesem SVG dort rechts natürlich
eine komplett neue Datei, durchaus auch geputzt, aber eben auf Grundlage interpretiert des Bildes von 1897, das an verschiedenen Büchern immer wieder auftaucht. Also nicht einmal, sondern das war damals ein Werk, ein kleines Bildchen, das von verschiedenen Druckereien immer wieder benutzt wurden. Es gibt da eine, genau, ich habe verlinkt, gehe jetzt im Detail gar nicht drauf ein, die Kategorien in den Wikimedia Commons, wo man noch mehr dieser Bilder findet und wo, und das ist eine Botschaft, die ich gern loswerden möchte, Bilder, die zum Beispiel bei eurer Arbeit entstehen, unbedingt, in Anführungsstrichen, also unbedingt auch dann ihren Weg hinfinden sollen, um sie zu teilen, weil das die Wikimedia Commons sind im Grunde der Ort, ein wichtiger Ort in diesem Internet, wo man solche Werke, Bilder teilen kann. Illustrationen sind auch an anderer Stelle wichtig. Ich selbst blogge für Saxorum. Saxorum ist das Landeskundeportal in Sachsen, betrieben mit von der Sächsischen Landes- und Unibibliothek. Und wir illustrieren die Blogposts jeweils mit Bildern, sei es mit Uploads oder eben mit eingebundenen Bildern aus den Wikimedia Commons. Und wir erschließen alle diese Blogposts bibliografisch einzeln mit Metadaten in Wikidata. Und das erzähle ich an der Stelle, um zu zeigen, wie man mit Illustrationen eben auch Wissenschaftskommunikation und, wenn man so will, Werbung, illustrative Werbung für die Blogposts in Saxorum machen kann. Ich klicke jetzt einfach mal auf den Link. Das ist eine Wikidata-Query, also eine Abfrage von Wikidata-Datenobjekten, den Bildern aus den Datenobjekten der einzelnen Blogposts. Und wenn man kurz wartet, mal gucken, kleiner geht auch, genau. Hier einfach mal beispielhaft die letztlich Vielfalt der Illustrationen, die wir jetzt in den letzten Jahren in den Blogposts in Saxorum mit eingebettet haben. Also eine Vielfalt an Themen und eine Vielfalt an Bildern. Und wenn ich das Ganze auch noch für die Schlagworte klicke, die Wikidata-Abfrage der Schlagworte, also der inhaltlichen Beschreibung dessen, was in den einzelnen Blogposts passiert, dann bekomme ich keine Galerie, sondern ein sogenanntes Bubble Chart. Und das Bubble Chart ist einfach eine quasi Häufigkeitsverteilung der Schlagworte, mit denen wir in den Metadaten der Blogposts die Blogposts beschreiben. Metadaten sind im Grunde ja einfach beschreibende, in dem Fall Schlagworte, Tags für den Inhalt eines Blogposts. Auch auf der Ebene kann man illustrieren und damit komme ich. Ach so, und es gibt noch einen dritten Punkt, der mir persönlich zum Beispiel wichtig ist, aber letztlich kann damit jeder arbeiten. Das sind die Metadaten zum Beispiel von eigenen Publikationen, Projekten und anderen Produkten. Scholia basiert auf Wikidata, ist ein Abfragewerkzeug für eigentlich Bibliografien und mir fällt jetzt direkt kein Anwendungsfall ein für Coding Da Vinci-Projekte, aber ich möchte es einfach mal gezeigt haben, was man machen kann, wenn man Publikationen, und das können eigene oder ganz andere sein von anderen, und die lassen sich eben mit Wikidata erschließen, also jede Publikation ein Wikidata-Datenobjekt, und wenn man mit Scholia dann nach, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich den Link auch finde. Wenn man mit Scholia dann nach Autoren sucht, in dem Fall suche ich jetzt hier nach mir selbst, dann passiert letztlich was sehr Illustratives, nämlich wenn man Zeit lässt, Moment bitte. Dann lässt sich einerseits eben eine Liste ausgeben, andererseits eine Häufigkeitsverteilung der eigenen Publikation, der eigenen Bibliografie nach Jahren, nach der Anzahl von Seiten, aber auch einmal mehr die Schlagwortwolke, das Bubble Chart bis hin zu
Häufigkeitsverteilung von Themen. Die Matrix habe ich bis heute nicht verstanden, habe aber auch noch nicht drüber nachgedacht. Und Zitationsanalysen. Das gucken wir uns im Detail jetzt gar nicht an. Ich will einfach nur zeigen, was... Oh, kleinen Moment. Dass Illustrationen... Einen Moment bitte. Irgendwas ist passiert. Ja. Das ist... diese freien, offenen Werkzeuge eben für die Illustration von Projektarbeit im weitesten Sinne gibt. Wir twittern zumindest manche von uns zu Aspekten gerade von Coding DaVinci und ich würde mich freuen, wenn da mehr los wäre. Mein Eindruck ist, und das ist gar nicht negativ gemeint, die Zeiten ändern sich manchmal und die Vorlieben für bestimmte Social-Media-Kanäle. Nach meinem Gefühl ist es noch relativ ruhig auf Twitter zum Thema Coding DaVinci Ost hoch 3, was aber auch vielleicht einfach daran liegen mag, dass ihr mit euren, mit der Projektfindung zu tun habt. Aber ich denke, die nächsten Wochen kann dann noch mehr passieren. Nachgeradelt gab es und gibt es auch auf Twitter. Einfach mal gucken. Der Hashtag existiert und wird zum Glück von jemand anders benutzt. Und als Beispiel einmal mehr nachgeradelt, hatte damals dann ein Motto, Coden wie die Stahlrossreiter, hatten wir uns genannt in der Unterüberschrift, weil Stahlrossreiter eben ein Begriff aus der Zeit um 1900 war für die Fahrradfahrer. Und abgeleitet davon könnte man euch die Frage stellen, ob ihr für eure Projekte schon irgendein Motto oder einen Sinnspruch habt, der gut zum Thema passt, in dem es, um das es gehen soll. Mein Wunsch wäre für alle Projekte und meine Empfehlung, wartet nicht bis zum Schluss, bis das Produkt fertig ist, um dann im weitesten Sinne PR zu machen, zu erzählen, dass es euch gibt, das Projekt gibt, das Projekt fertig geworden ist, sondern für mich eigentlich sind die Dinge, die unterwegs passieren, schiefgehen, Zwischenstände, Meilensteine, mindestens genauso interessant. Also lieber jetzt anfangen, über die Dinge zu schreiben, die jetzt passieren oder auch schiefgehen. Und dann hat man im Rückblick mehr davon. Genau, aber Social Media muss ich hier nicht im Detail erzählen. Da gibt es mit Twitter und Co. Ja, vielfältige Möglichkeiten. Eingerichtet hatte ich im Herbst schon und darauf will ich insbesondere hinaus sowohl in Wikisource eine Seite, eine, ich sage mal, eine Dachseite für möglicherweise Projektaspekte, Unterseiten, zum Beispiel für das Dreiländereck, über das wir hier sprechen, Deutschland. Also Sachsen, Deutschland, Tschechien und Polen. Das wäre ein Ort, wo, so es denn Transkriptionsprojekte im Rahmen jetzt von Coding DaVinci gibt, die sich dort wiederfinden und wo solche Projekte verlinkt werden könnten. Wenn nicht, geht die Welt nicht unter. Ich wollte nur zeigen, das ist eingerichtet, das ist da, kann gefüllt werden. Und dort findet man auch den Link. Nein, das ist der falsche Link. Das ist die Kategorie Dreiländerecke allgemein. Ich möchte eigentlich zeigen die Kategorie, kleinen Moment, Coding DaVinci Ost 2022, genau. Es gibt in den Comments von Wikimedia eine Kategorie für den Hackathon, so wie es auch eine Kategorie gibt für Coding DaVinci allgemein. Und bei allen Produkten, Grafiken, Inhalten, die demnächst hier im Hacker bei Coding DaVinci entstehen, Coding DaVinci Ost, wäre mein Wunsch, mein Rat, benutzt einfach die Commons, insbesondere diese Kategorie oder eine Projektkategorie eures Projekts, die hier eine Unterkategorie dann werden kann, um Projektergebnisse oder Zwischenergebnisse auch für die Wissenschafts-, also auch für die Kommunikation, für die PR
zu veröffentlichen, weil man von hier aus solche Dinge einfach sehr praktisch, sehr gut weiter benutzen kann. So, verlinkt sind hier auch, ich glaube, das kann helfen, wenn man mit den Portalen der Wiki, des Wikiversums arbeitet, eine Broschüre zur Benutzung von Wikisource, eine Broschüre mit der Einführung von Wikidata. Ihr findet aber gerade zu Wikidata auch auf YouTube jede Menge Tutorials, wenn es darum geht, sich mal umzugucken. Und weil es mir gerade ins Auge fällt, Wikisource als Transkriptionsportal ist nicht nur geeignet für Texte, die man transkribiert, sondern es gibt auch die Kategorie, und das möchte ich einfach kurz erwähnt haben, damit man es mal gehört und gesehen hat, Spoken Wikisource, gesprochene Wikisource, also die Möglichkeit, transkribierte Texte, die andere meistens abgeschrieben haben, eben auch als Dateien, als Tondateien hochzuladen und in Wikisource zu verknüpfen. Spannend ist dieser Aspekt insbesondere aus Sicht der Barrierefreiheit, sodass transkribierte Texte auch von Menschen benutzt werden können, die beispielsweise nicht nur blind sind, sondern wie heißt es gleich? Wie sagt man? Ich habe gerade Wortfindungsstörung, die halt darauf angewiesen sind, gesprochene Sprache zu hören statt zu lesen. Ich bin jetzt einmal durch und möchte quasi mit diesen Impulsen einfach zeigen, was insbesondere im Wikiversum so geht. Und wenn darüber hinaus Fragen wären, dann würde ich sagen, gerne jetzt. Vielen Dank. Oh, eine Frage. Bam, 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 Matthias. Oh. What's the difference between citizen science and hobby? Really not disagree, but there are non-citizen science. Matthias, hörst du mich? Falls du mich hörst, Matthias, möchtest du deine Frage kurz und knapp noch mal zusammenfassen? Gibt es sonst andere Fragen aus der Runde? Ich hätte noch mal eine Frage. Kann man mich vernünftig hören? Ja, ich höre gut. Okay, ich lasse das Video mal aus, weil sonst wird es, glaube ich, wirklich rauschig bei der Verbindung. Okay. Du hattest das ja eben auch schon gezeigt, was es in diesem ganzen Wikimedia-Universum so alles an Produkten gibt. Also Wikiversity, Wikimedia, ja. Wikisource, Wikidata. Da sind ja noch etliche, gibt ja noch etliche, die du nicht erwähnt hast. Und genau. Ich staune auch immer wirklich, auf wie viele Plattformen sich bestimmte Dinge verteilen. Ich weiß, dass es diese Plattform gibt, aber wenn ich was suche, passiert es mir relativ häufig, ich lande erstmal in der falschen Plattform oder ich finde nicht da das, was ich suche, oder die Sachen sind miteinander nicht so verknüpft. Ist es momentan so ein Trend in diesem ganzen Wikimedia-Universum, immer weitere spezialisierte Unterplattformen anzulegen, die immer spezieller werden mit immer spezielleren Nutzergruppen, die dann manchmal auch gar nicht mehr so, ich habe das Gefühl, gar nicht mehr so richtig zueinander finden oder parallel an irgendwelchen Dingen arbeiten? Ich würde es nicht als Trend bezeichnen. Ich würde erstens antworten, ja, das kann schnell auf den ersten Blick, wenn man einsteigt, überfordern, diese Vielfalt. Einerseits, andererseits geht es da nicht um Differenzierung aus meiner Sicht, sondern es geht natürlich um Differenzierung, nämlich um eine funktionale Differenzierung. Also wenn man sich anguckt, die Wikipedia ist eine Enzyklopädie, ein Lexikon. Wikisource ist eine Sammlung von Volltexten, transkribierte Volltexte, die gemeinfrei sind, also meistens
zumindest im deutschsprachigen Portal, vor allem historisches Material. Und eine Enzyklopädie und eine Volltextsammlung sind einfach funktional total verschiedene Dinge. Und insofern erklärt sich das an der Stelle sehr gut, warum das in zwei verschiedenen Portalen liegen muss. Das Spannende an dieser Vielfalt ist dann wiederum, dass diese verschiedenen Funktionen, die die Portale haben, eben sinnvoll immer wieder auch miteinander verlinkt werden können, weil die transkribierten Texte in Wikisource, um beim Beispiel zu bleiben, dann wiederum über Links in den Fußnoten von Wikipedia-Artikeln als Quellennachweise funktionieren. Historische Quellen, die Aussagen in der Wikisource begründen, fundieren, nachweisen. Und wenn ich jetzt schon an den Strukturen rum erkläre, vielleicht noch zwei Sätze zu Wikidata. Wikidata ist dann im Grunde ja auch ein relativ junges Portal in dieser Familie. Wikipedia, auch Wikisource, sind Volltextsammlungen. Also keine erstmal nicht maschinenlesbare Daten, sondern vollgeschriebene Webseiten, mal in Anführungsstrichen. Und Wikidata ist für all diese Portale quasi das Datenrückgrat mit strukturierten, maschinenlesbaren Daten. Ich sage immer, wie so Bibliothekszettelkastenkarten. Jeder Wikipedia-Artikel hat eine Katalogkarte in Wikidata, und Wikidata funktioniert sowohl für Wikipedia als auch in meinem Fall bei dem Projekt Die Datenlaube, was ich mitbetreibe, benutzen wir Wikidata, um quasi Bibliothekskatalogeinträge für transkribierte Zeitungsartikel anzulegen. Artikel für Artikel für Artikel. Und das sind dann das meine ich mit funktionalen Unterschieden zwischen den Portalen, die sich extrem gut ergänzen, aber völlig unterschiedliche Dinge erstmal leisten. Ja, danke schön. Das war auch meine Einschätzung, aber es verwirrt natürlich beim Einstieg, ne? Wenn man irgendwie was machen möchte, wenn man mitmachen will, man weiß erstmal gar nicht mit meinem konkreten Anliegen, wo bin ich denn am besten aufgehoben, sucht dann erstmal. Und insofern, ich habe es auch verlinkt auf der Seite, ich helfe da gern auch beim Orientieren. Also einfach eine Frage stellen auf der Diskussionsseite zum Beispiel hier. Und wenn man mal einen Tipp braucht, ich möchte gern das und das machen, welches Portal oder welches Werkzeug, welche Methode ist denn dafür günstig? Also einfach Leute fragen, die vielleicht in diesem Biotop Wikiversum schon länger unterwegs sind, um die Abkürzungen oder eben doch die Anwendungsfälle erklärt zu kriegen. Also da helfe ich gern. Insofern einfach ansprechen, bitte. Dankeschön, mache ich auf jeden Fall. Hallo Jens, jetzt auch akustisch. Matthias, bist du's? Ja, ich bin's. Ja, dann los. Wunderbar. Kurze Übersetzung oder vielleicht auch was völlig anderes zu dem, was ich gerade geschrieben habe. Ich habe leider viel zu oft, also ich bin Matthias, hallo, moin, ja. Grüße aus Hamburg. Bin seit Coding Da Vinci Hamburg dabei und habe viele spannende Projekte gesehen und auch selbst gemacht und auch schon gewonnen. Kurze Vorrede. Leider auf der anderen Seite des Deckels finde ich es immer schwierig, mit der Situation umzugehen, dass die GLAMs, die Galerien, Libraries, Archive, also die Wissenschaft kurz gesagt, sich nicht die Bohne dafür interessiert, was bei Coding Da Vinci passiert. Ich weiß, ich tue ein paar Unrecht, es gibt auch positive Beispiele, aber ich kenne viele, viele, wo die Projekte schön oder nett oder zumindest achtenswert sind, aber hinterher dann man in so einen Graben fällt. Und die Frage auf Deutsch umformuliert, was ist der Unterschied zwischen Citizen Science und einem Hobby? Also Hobbyisten, die Fahrrad fahren durch Sachsen, lernen viel und sie genießen die Natur und sie beschäftigen sich mit historischen Daten und das ist wunderbar. Kein einziger Downer dabei. Aber war die Frage rumgekommen oder mein Problem? Ich habe zumindest eine Idee für eine Antwort. Du kannst mir dann sagen, ob die passt. Ja, gerne. Die Übergänge sind fließend. Also für mich ist Citizen Science oder einfach Spuren von Citizen Science alles, was in irgendeiner Form, was Menschen machen, die in irgendeiner Form wissenschaftlich arbeiten, gern auch laienhaft wissenschaftlich arbeiten, aber mit irgendeinem Bezug zu recherchierenden wissenschaftlichen akademischen Methoden. Wenn dann dabei auch noch
nicht nur privat im eigenen Kopf Wissen entsteht, weil ich durch die Landschaft gefahren bin, sondern weil ich vielleicht was publiziere oder eben Daten verknüpfe und irgendwie Wissenszusammenhänge baue, dann wird der Anteil von, ich sag mal, Wissenschaft, akademischem einfach immer größer und der eine oder andere Citizen Scientist, Bürgerwissenschaftler, schafft es dann eben auch mindestens an die Profis, die damit ihr Geld verdienen, heranzureichen oder sie sogar zu toppen. Und ich glaube, in dieser Bandbreite bewegt sich ausgehend von meinetwegen Crowdsourcing über wissenschaftsnahes Mithelfen bis hin zu völlig selbstständiger Laienforschung, die aber hochprofessionell passiert. Ich denke, das ist die Bandbreite, bei der wir bei Citizens, über die wir bei Citizen Science reden. Ein weites Feld, wenn man so will. Also was ich sehr unterstreichen möchte, und das hast du in deinem Vortrag ja auch gemacht, dass man publiziert, was man tut und wie man es tut. Ja. Indem du auf Wikipedia, Wikicommons, Wikidata gehst und deine Erkenntnisse zur Diskussion und zur Verfügung stellst, hast du schon einen sehr, sehr, sehr großen Schritt und wichtigen Teil gemacht des Ganzen, ja, der vielleicht Citizen Science von Hobby unterscheidet. Ja, und ich, genau, und das, was ich ergänzen würde, ist immer noch, weil die Frage natürlich auch oft kommt, Herr Jens, wer braucht das? Und meine Antwort ist inzwischen eigentlich schon lange nach dem Motto, eigentlich ist mir das total egal, wer das braucht, was ich so mache. Also zum Beispiel diese Wikisource-Liste der Tourenbücher für Radfahrer. Erstmal ist es für mich, also die Motivation, das zu tun, auch bei Coding Da Vinci mitzumachen oder nicht mitzumachen, ist erstmal mein Ding intrinsisch motiviert. Aber dann sage ich, wenn es genau einem da draußen auch noch nützt, weil er drüber stolpert, weil er mit dem Material was anfangen kann, dann wäre doch super. Wenn es dann 10 sind oder 100 oder 1000, auch gut, ne? Aber der Nutzen von dem, was man da als Hobby, als forschendes Hobby tut, der ist erstmal da, weil ich es mache, weil ich Bock drauf habe. Und wenn dann noch jemand käme, der auch davon profitiert, ja super. Wo kann ich das unterschreiben? Finde ich gut, finde ich richtig. du bist doch in diesem Twitter, dieses moderne Zeug. Mach doch einen Tweet. Oh ja, ich sag, du hast recht. Vielleicht ist es das wirklich, ne? Also Wissen, was ohnehin entsteht, weil ich es für mich selber sowieso erforsche, anlege oder irgendwie gebrauchen kann, dass man das gleich auf irgendeiner Plattform hinterlegt, wo es andere auch nutzen können. Denn für mich selber hätte ich mich eh damit befasst. Also ich selber hätte das für mich sowieso erforscht oder wissenschaftlich, ja, oder wie auch immer hinterfragt. So, ja, und die Chance, es nachzunutzen. Und das, was mir wichtig ist und was leider viele nicht machen, weil es erstmal nicht nahe liegt oder weil es keine Routine ist. Mein Rat, mein Wunsch an euch alle, an uns alle letztlich ist, erzählt einfach fortlaufend von den Dingen. Also nicht im Sinne nur, natürlich gehört das mit dazu von Selbstdarstellung nach dem Motto, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin, ich kann Fahrrad fahren. Sondern mir geht es letztlich darum, permanent durchaus öffentlich, und das meine ich dann eben mit Linked Open Storytelling, angelehnt an Linked Open Data, also Storytelling mit Linked Open Data, einfach begleitend reflektieren, und reflektieren heißt manchmal auch einfach nur herzeigen, guckt mal, was ich hier mache. Und manchmal stolpert jemand drüber und sagt, ist ja spannend, was du da machst, aber guck mal, ich habe hier ein Tool, damit geht das 10-mal schneller. Also so zum Beispiel ist dieses Projekt mit Christian Erlinger in Österreich entstanden, die Datenlaube, wo wir die Gartenlaube mit Wikidata erschließen. Dass Christian auf Twitter gesehen hat, was ich da mache, dass ich Wikisource mit Wikidata erschließe, und dann hat er irgendwann gesagt, Jens, das ist ja schön, du bist ziemlich schnell. Und nach einer Woche, erster Band, klasse, brauchst du noch eine Woche für den zweiten Band, und der hat das dann halt über Stapelverarbeitung automatisiert in Wikidata in einer halben Stunde erledigt, den zweiten Band. Und das hat damit zu tun, dass man sehr offen über die Dinge einfach spricht, die man so macht, und daraus ergeben sich dann wieder neue Dinge. So, wir haben noch 3 Minuten, dann ist die Dreiviertelstunde um. Ich glaube, das ist die Zeit, die hier angesetzt ist. Das wäre jetzt eure Chance, noch
irgendwas zu fragen, zu antworten oder einzuwerfen. Ansonsten freue ich mich auf viele neue SVGs in den Commons. Und vor allem benutzt bitte die, die schon da sind. Also ich meine, diesen Kram haben wir ja gebaut, damit er benutzt wird. Wenn es jetzt vielleicht auch kein Fahrradprojekt gibt, aber schöne Illustrationen brauchen alle, glaube ich. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg weiterhin in den nächsten Wochen. Dankeschön. Tschö. Ciao. Vielen Dank, Jens. Alles klar. Vielen Dank.